Ja, guten Abend und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Raft. Du blödes Mistvieh, ich fange hier an und du fängst schon an, unsere Kartoffeln abzufressen. Ja, man sieht's ja ganz deutlich, wir haben mal ein bisschen hier gesammelt. Die Insel wurde abgearbeitet, das heißt so viel wie Chow-Insel. Wir haben unser Floß auch ein bisschen vergrößert. Ja, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. War das schon damals so, dass die Beete automatisch bei Wasser gewässert wurden? Bei Wasser, bei Regen? Müsste eigentlich so sein. So, und jetzt wird erstmal hier schön erforscht. Du kannst mir auch mal gleich die Baupläne da geben. Ich hab was für dich. Hier, guck mal. Das brauche ich nicht. Das braucht kein Schwein. Ja, bitteschön. Also, die Basics, die kennen ja schon alle. Wie zum Beispiel hier den schönen Schrank. Das, die Farbe, den Seetang, den Sand. Oh. Das Scheißzeug, das er mir einfach rübergibt. Immer wieder gerne. So, damit haben wir jetzt auf jeden Fall einiges erforscht. Wir können jetzt einen Teppich bauen. Toll, das bringt's. Kann man auf dem auch fliegen? Ich baue jetzt das Essen und Trinken da. Eine Planke fehlt noch zum Erforschen. Das habe ich. Dann wäre es nämlich an der Zeit, dass wir uns die ersten Netze bauen. Ah, da seht ihr schon, er macht den Job richtig gut. Guck mal, wie intelligent ich bin. Ich hab so gut gelernt. Da ist das Sammelnetz, das brauchen wir. Und das Sammelnetz läuft gar nichts. Oh, es gibt und vor allem die Laternen, die will ich bauen. Die brauchen wir, damit wir was sehen können bei Nacht. Wo ist denn der Eimer da? Weg! Piss dich! Den krieg ich. Okay, nein, krieg ich nicht. Komm wieder hoch. Ciao. Ich bin wieder hoch. So, ich guck mal, Sammelnetz bauen. Da. Nee, Planken und Seile fehlen. Ja, jetzt düsen wir wieder auf den offenen Meer rum, in der Hoffnung, dass wir irgendwas finden, das wir brauchen können. Nein, das Fass. Ciao. Hab. Und genau, Mann, du blöder Vogel! Wie dieser Scheißhai. Nee, der Vogel ist schlimmer, der frisst unser Essen. Ja, aber der Vogel, der frisst mich. Der Hai, der frisst mich. Das ist nicht schlimm. Das finde ich eigentlich schlimmer. Das ist nicht tragisch, wenn du aufgefressen wirst. Okay. Schmeckt sowieso nicht, ne? Zum einen schmeckst du nicht, zum anderen bist du kaum was wert für den. Du bist nur Essen auf Beinen. Also aus der Sicht des Hais, ne? Nenn mich auch Delikatesse. Darüber lässt sich streiten. So, Zeit für die Anbaufläche. Ihr seht, wir machen richtig schnell Fortschritte. Einfach weil wir schon Übung in dem Spiel haben. So, die anderen Samen kannst du gerne reinhauen. Ich hab grad einen schönen Bug. Siehst du das? Ja, ich hab's auch gesehen. Du wirfst auf einmal mit Müll. Ich versuche verzweifelt einen Fisch einzusammeln. Ich rieche hier Fische da drauf. Oh Gott, isst bloß keine rohen Fische. Soll nicht so gesund sein, das ist ja. Ja, da, rüber, da, ne? Sinkt der Durst. Oh, das überlebe ich nicht. Okay, ich kann auch nicht rüber. Ich habe eine gute Idee. Nee, ich schaff das da nicht rüber zu schwimmen. Du lässt mir jetzt diese Seebrasse, ich futter die. Dann habe ich wieder Essen-Intus. Dann versuche ich irgendwie lebend da drüben anzukommen. Und dann gucken wir weiter. Habe ich gerade auch was, oder? Oder ich töte die. Speed. Na?
Komm. Für ihn sieht man immer so lecker aus, ne? Dreh dich um. Da kommt er. Der will wieder beißen, ne? Beiß den gleich. Ich glaube, er hat die spitzeren Zähne. Ich meine ja nur. So, hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Jetzt schwimme ich schon extra, ne? Ja, aber deswegen konnte ich ihn jetzt nicht angreifen. Sag mal, du mal das Zeug, das um das Schiff herumfleucht. Wäre sinnvoller. Ja, aber ich kämpfe gerade gegen den Hai, weil... Dann sterbe ich. Oder du. Hüpf. Ich habe keinen Speer mehr. Abs. Ich habe ein Rezept. Ich habe einen neuen Speer. Günni, wo bist du? Da. Scheiße. Okay, noch eins überlebe ich nicht. Da kommt ein Vogel. Da kam ein Vogel. Ich gönn mir mal das Plastik hier. Oder Kunststoff. Beides ist eigentlich richtig. Da kommt, glaube ich, ein Hai zu dir. Vielleicht ich bin schon am Pieksen. Sollte aber gleich tot sein. So, wir wissen, wir brauchen gleich das Wasser, um die Dingens zu bessern. Du gönn dir mal das Wasser da drin, dann kann ich direkt Neues hinterher schmeißen. So, ich mach den Anker weg, ne? Ich kämpfe aber immer noch mit dem Hai. Der ist fast tot. Der Anker ist weg, ne? Wenn du wegschwimmst, dann bist du weg. Scheiße. Ich mach nicht extra für dich hier... Kannst du dich mal retten? Nee. Hol mich mal. Ja, wie denn? Hör mich auf und krag mich. Ja, toll. Wusstest du schon, wir brauchen ein Bett dafür. Dann trag mich, dann leg mich aufs Boot. So, wo gammelst du denn? Im Wasser. Ja, tolle Info. Oh Gott. Bist du weit weg? Bett? Ja, direkt neben dem Boot. Nee. Doch. Das ist nicht mal nebenan. Du bist schon weggefahren. Weiter weg. Okay, ich muss es jetzt schaffen. Als ich gestorben bin, war ich noch neben dem Boot. Ja, als du gestorben warst. Du kannst aber eigentlich auch versuchen zu töten. Der müsste fast tot sein mit einem Stich oder so. Ich bring dich jetzt erstmal in Sicherheit. Du kannst den Hai ja auch abwehren, wenn er dich angreift, ohne dass er dich quasi angreift, ne? Ja, wenn man im richtigen Moment trifft. Ja, das mache ich die ganze Zeit. Gusch! Ich leg dich mal dahin, ne? Komm mir mal was zu trinken, ne? Bis gleich. Ich guck mal, dass ich jetzt ein Bett baue. Toll. Ich brauch Palmblätter und Nägel. Hab ich beides nicht. Das ist prima. Ich kann ihn nicht hochholen. Ja, der Soßhalt, der liegt jetzt erstmal ein bisschen faul hier rum. Ich leg den mal dahin. Ach ja. Da stört er mich am wenigsten. Ich bin jetzt wie so eine Quest für dich. Warte mal, ich weiß, wo ich dich hinleg. Halt ja, Ausschau für mich. Oh, jetzt kann ich, kann das jetzt wirklich. Ich kann so wirklich richtig schön... aufs Meer gucken. Ja, ich muss jetzt wegen dir Palmblätter Großteil sammeln. Hab schöne komische Glockenmusik, die mir eher Angst macht. Oh, und Geigen, oh. Ich weiß nicht, was dabei passiert. Oh, so schön ist sterben, ja? Ja. Du bist praktisch! Ja, guck mal. Du bist ja praktisch als Sunrider! Ich weiß aber nicht mal, in welche Richtung ich gerade gucke. Also, ich sehe einen Hai. Er schwimmt vom Floß hin. Schau mal, der Ausblick von da oben ist schön. Und er schwimmt dann wieder zum Floß hin. Weil wir sich Schrott finden, musst du da oben liegen bleiben. Soll ich mal was Trauriges verraten?
Ah, das Glück, ich habe direkt Schrott gefunden. Soll ich mal traurig verraten, ich hätte genug Schrott. Ja, das Schöne ist, du kannst mir nicht rübergeben. Oh? Hast du ein Glück, dass ich den Jump hier noch geschafft habe. Da ist ein Vogel irgendwo. Piss dich! Hast du gerade angehört, das wird er mich anpieksen. Nee, der hat mir ins Gesicht gefiepst. Ich brauche immer noch drei Scheiß von den Palmblättern. Sonst kann ich dich nie hochholen. Ich dachte, den Heidi ich noch. Jetzt kannst du dich ausruhen. Mach ich schon. Siehst du das nicht? Ich hab einen Bug. Hi. Ich kann das Bett nicht legen. Hi. Ah. Das ist kein Witz, ich kann das Bett wirklich gerade nicht legen. Wahrscheinlich, weil zu klein oder so. Das kann nicht sein. Ich kann ihn nicht retten, Leute. Ich höre traurige Musik auf meinem Soundboard. Ja, ich auch. Jetzt also. Muss ich... Nein! Guck mal, er will mich haben. Er ist tot. Das wäre jetzt lustig geworden. Wenn er die Planke gefressen hätte und ich da ganz so einfach ins Meer gefallen wäre. Ja, und jetzt ist da hinten eine Insel. Leck mich am Arsch. Jetzt muss ich allein die Insel erkunden. Pass auf sich auf, mein Freund. Ich kann gerade gar nichts setzen. Also jetzt kann ich wieder Zeug bauen. Und ich bevor bin... Du... Ja toll, den Anker, den wollte ich eigentlich gar nicht werfen. Lass mich erst das Bett bauen, nur zur Sicherheit. Bin aber schon da. Hey, ich lebe, hi. Oh. Hast du eine mit... Nein. Ja, ich habe eine mit. Also Leute, ich muss das die Welt gerade nochmal neu laden. Aber dafür kann er sich jetzt wenigstens endlich ausruhen. Auf die Insel werden wir nicht gehen können. So, wo ist der Hai? Wo? Wo? Ich hab den umgebracht. Hier ist der Beweis. Warte mal. Ups. Da. Wunderschön. Kannst es haben. Ja! Kann jetzt ja viel mehr Sachen ausrüsten. Und auch den Bolzen. My way. Da ist ein Hai. Siegfried. Stech dich ab. Ich stech dich ab. Ich guck gerade, was brauchen wir noch? Ja, die Trockenziegel. Die Feder halt für das bessere Bett. Explosives Pulver gibt's mittlerweile. Das will ich auf jeden Fall sammeln. Schmutz kannst du sammeln. Eier kannst du jetzt... Hast du gehört? Ananas gefangen. Ah, man kann jetzt Heil-Items machen. Nebenbei, das brät nicht, ohne dass da Planken liegen. Hä? Ich hab doch gar nichts gebraten. So, jetzt erstmal was Wichtiges. Ich kann schon wieder nichts platzieren. Was soll das? So, die Ananas ist gewässert. Ich weiß nicht wieso, aber ich kann wieder nichts hinlegen. People will call it a bug. Ja, lass die Entwickler sich das nicht angucken. Instant, Video instant gesperrt. Oh Gott. Ich bin aus Versehen ins Wasser und das Vieh hat in der Sekunde gewartet, ne? Ich hab's gehört. Und natürlich ist jetzt wieder ein Stück von meiner Steuerung im Arsch. Wir werfen den Fisch einen Topf weg, weil den haben wir schon. Oh Gott. Ja, wir wollen jedes Rezept nur einmal.
Ja, Leute, ich sag hier mal wieder Ciao, ne? Wir können jetzt gerade nicht besonders viel machen. Du hast die Bolzen und die Scharniere schon da reingeschmissen in die Forschungsstation? Ja. Hab ich schon. Ja, wir müssen uns jetzt erstmal hochreihen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ciao, Leute.